Hallo allerseits und herzlich willkommen zum mantischen Wochentaroskop. Wie ihr merkt, heute mal wieder nicht live. Das liegt daran, dass wir heute, während ihr das schaut, auf dem historischen Jahrmarkt von Kiekeberg unterwegs sind. Rohi, erzähl doch mal kurz, was das ist. Ja, das ist ein kleines Bauernhofdorf. Traditionelle Bauernhöfe, die hat man in der Region gesucht, gefunden, dort abgetragen, wieder frisch aufgebaut. Ist eine sich selbst unterhaltende Genossenschaft. Dort gibt es Menschen bei betreutem Wohnen, die bewirtschaften auch dieses Bauernhofdorf. Und einmal im Jahr ist dort der historische Jahrmarkt. Und zwar immer am ersten Oktoberwochenende. Und das Mal haben sie was ganz Tolles für uns dort aufgebaut, nämlich einen historischen Salonwagen. Und das ist wirklich toll. Das ist echt ein Schmankerl. Wir legen dort seit ungefähr 2014 die Karten, soweit ich weiß, 2011 sogar schon. Und deswegen können wir jetzt nicht bei euch sein. Aber das soll uns natürlich nicht daran hindern, euch das Wochentaroskop für die Woche vom 3. bis zum 9. Oktober zu präsentieren. Ja, morgen habt ihr erstmal einen tollen Feiertag, den ihr hoffentlich genießt. Und ansonsten sage ich euch ja immer was zur Astrologie an dieser Stelle. Tatsächlich ist nicht so wahnsinnig viel los in der kommenden Woche astrologisch. Heute Morgen, das ist natürlich wichtig, um 9.08 Uhr, um genau zu sein, ist Merkur, in der Jungfrau wieder direktläufig geworden. Das freut natürlich alle Menschen, die merkurfühlig sind, so wie ich. Und dann wird auch noch Pluto diese Woche nach ungefähr einem halben Jahr wieder direktläufig werden. Pluto ist ja auf den letzten Graden im Steinbock unterwegs, von daher betrifft das alle Steinböcke und Krebse ganz besonders. Aber vielleicht spürt ihr da draußen ja auch, dass wenn Pluto am Sonnabend, den 8., direktläufig wird. Ja, ansonsten, da wir auf Kiekeberg sind, habe ich mir überlegt, nehmen wir heute mal ganz spezielle Karten. Und zwar haben wir ein wirklich sehr tolles, altes Deck aus den 70er Jahren ausgegraben, das den treffenden Titel, magst du es mal vorstellen, lieber Roé? Zirkus des Lebens. Und gemalt wurden diese Karten von Alfred Kubin. Und weil die Karten ja schon ein gewisses Alter haben, hat er sich auch getraut, einen Namen zu nennen, der im Moment in Deutschland nicht so vogue ist. Ja, die Karten heißen Zigeunerkarten. Und wenn ihr die irgendwo wahrscheinlich in einem Antiquariat findet. Die heißen einfach so, weil man hat sich damals keine Gedanken gemacht, ob man zu den Karten Zigeunerkarten sagen darf oder nicht. Wir würden das natürlich anders nennen, aber das ist dem damaligen Zeitgeist so geschuldet. Das Deck ist bei Piatnik erschienen, wo ja auch die normalen, traditionellen Orakelkarten inzwischen herausgegeben werden. Und Alfred Kubin war ja ein sehr mystischer Künstler. Ja. 1959 ist er gestorben, von daher hat er wirklich da eine ganz andere Sichtweise auf diese Karten, als wir das heutzutage haben. Und er ist ja berühmt für seine Mystik, das Mysteriöse in seinen Gemälden. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das auf die Orakelkarten übertragen hat. Ich wusste auch gar nicht, dass er Orakelkarten gemacht hat. Doch, ich glaube, jeder hat da seine Karten gemalt. Okay, gehen wir. Entschuldigung, dieser Jahrmarkt. So, wir kommen zum Bild von Alfred Kubin. Die Reise. Mhm. Ja. Ja. Ganz klar, wir brechen auf. Wir haben den Sommer gut hinter uns gebracht. Und ohne Niesen, wir genießen diese Aufbruchstimmung. Wir sind ja im Moment auch auf Reise unterwegs und wir haben da zwar nicht einen Wagen mit zwei Pferden, nee, wir haben ein paar Meerrösser unter der Motorhaube, aber ihr könnt euch vorstellen, Ruhe sitzt am Kutschbock und schaut, dass die Pferdchen traben und Kirsten sitzt hinten als Präsidentin aus unten hin. Und das ist das Spannende, wenn ihr genau hinguckt und raucht ihre Zigarre. Ja, also, das mache ich ja besonders gerne. Ja, das macht gerne. Sie immer gerne hinten drin und wahrscheinlich hat sie auch noch irgendwo ihren Flachmann. Egal. Auf alle Fälle wichtig ist, dass man sich erlaubt, unterwegs zu sein, um da zu zeigen, Tritrak, tralala. Gegend ist schön, Straße den Umständen entsprechend gepflastert.
Ja, und es geht hoch zu unseren Zielen, die man schon am Horizont erkennen kann. Und wir freuen uns, dass das alles eigentlich gut über die Bühne ging. Im übertragenen Sinne, finde ich, passt das auch sehr gut zum Merkur, der jetzt wieder direktläufig ist und Handel, Kommunikation, Verkehr wieder offen ist. Ja. Und wir beide sind ja auch gerade sehr viel auf Reisen. Genau. Und dass dieser Merkur wieder richtig läuft, habe ich dann am Freitag gleich gemerkt, denn die nette Beamtin, die mir da das Geld gewechselt hat auf der Deutschen Nationalbank, war wahnsinnig freundlich und der Security, der uns unten bei der Tür reinließ, war äußerst zuvorkommend, also wirklich ein Hort der Freude und der Kommunikation. Halleluja. Ja, wie ihr seht, haben wir uns auch eine kleine Erkältung von unserer letzten Reise mitgebracht. Ja. Wir waren ja auf dem Kongress des Deutschen Astrologenverbandes und sind ein wenig seither am Husten. Ja, und am Niesen. Und am Niesen. Aber das soll uns nicht hindern, hier weiter für euch live zu gehen. Roy, lass uns doch dann jetzt einfach durch den Tierkreis wandern. Ja, dann wandern wir mal los und bevor ich das hier alles einstelle, ne? Ich dachte, wenn wir über Alfred Kubin reden, dann können wir ja auch gleich noch über einen weiteren Künstler reden. Und da haben wir uns überlegt, dass wir ein Künstlerdeck nehmen. Und zwar hier das Tarot Universal. Mhm. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass das ein Künstler ist, der aus dem Spanischen kommt. Hier ist er, Salvador Dalí. Ja. Ganz genau. Ich dachte, wir nehmen einfach mal die Salvador Dalí Tarotkarten. Dies hier, was wir euch zeigen, ist die Gold Edition. Limited Edition. Die sogar limited ist, mit Goldverschnitt. Ja, ja. Und ich habe gesehen, da gab es noch eine. Wir haben sogar noch ein Zertifikat. Dass wir die Nummer wie viel sind? Ich weiß gar nicht, aber hier ist das Zertifikat. Ja, 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 das müssen wir auch gleich. Oh, was für ein... Ja, steht nur Zertifikat drauf. Steht leider nur Zertifikat drauf, ja. Aber noch unterzeichnet vom alten Geschäftsführer des Königsfurt und AGM Verlags, bevor der vor der Fusionierung, also das ist schon es war ja etwas, schon Königsfurt Urania. Ja, aber da hieß es noch nicht also Königsfurt Urania, sondern... Doch, es hieß schon Königsfurt Urania und AGM. Okay. Alles klar. Ist ja auch egal, total unwichtig gerade. Aber wir haben das Zertifikat. Wir haben ein Zertifikat. Wir haben ein Zertifikat. Und das ist doch jetzt der perfekte Moment, um dann auch ins Kartenlegen zu gehen. Unbedingt, Kirsten. Und dafür schalte ich natürlich wieder den Tierkreis an. Und Leute, die Triangel. Wir starten wie üblich mit dem Widder. Und für dich, lieber Widder, gibt es astrologisch gesehen keine Neuigkeiten. Dein Herrscher Mars weiter direkt in den Zwillingen unterwegs. Diesen Monat wird er dort rückläufig werden, aber im Augenblick hast du noch die volle Power, strategisch gut durchzugreifen. Jupiter, der bewegt sich auch immer mehr rückläufig den Fischen zu, aus deinem Zeichen heraus. Auch das wird nochmal sehr interessant für dich werden. Also im Augenblick mach so weiter wie bisher. Gegen Ende des Monats, da verändert sich nochmal ordentlich was bei dir. Da musst du natürlich dann wieder das Wochentaroskop einschalten, um zu wissen, was da genau für dich sich ereignet. Roy hat schon eine Karte aus dem Dalí-Tarot gezogen und wird dir jetzt auch noch was Tolles sagen. Ja, mein lieber Widderinnen, hier ist sie. Die Nummer 3, der Großen Arcana, und das kann nur eine sein, nämlich... Red einfach weiter, ich schaue mal, ob wir noch ein bisschen mehr Licht hier reinbringen. Wenn, dann kann ich es ein bisschen in die Mitte bringen. Ja, die Herrscherin. El Emperadis, glaube ich, spreche ich es richtig aus, oder? Oh, bitte, frag mich. Okay, La El Emperadis, egal. Ich bin ja zum Glück kein Spanier. Na, eigentlich schon aus Österreich. Eigentlich waren wir schade, auch mal Spanisch. Waren wir auch mal Spanisch. Okay, ein bisschen her. Egal. Für euch wie das, ne? Ihr könnt jetzt euch mal ein bisschen ausrasten, denn ihr hattet aufsteigende Karten, wenn man so vom Sommer bis jetzt betrachtet. Ja, da war es zwischendrin einmal ein bisschen mau. Aber jetzt, ne, mit dieser Herrscherin wäre es für die nächsten Tage angesagt, dass ihr euch genießerisch zurücksetzt und euch erlaubt, zu repräsentieren. Wie genau soll man repräsentieren, wenn ich mal fragen darf?
Bitte? Wie genau stellst du dir das vor mit dem Repräsentativ? Okay, ich werde euch das mal zeigen. Hinsetzen, würdevoll gucken, würdevoll gucken, nicht lachen. Ja, sehr gut. Das ist streng, aber auch schon würdevoll. Wir üben das noch. Okay. Beim nächsten Mal geht es dann schon besser. Ich bin ja kein Widder. Du bist auch kein Herrscherin. Was ich natürlich vergessen habe, liebe Widder, wenn wir hier an die Herrscherin erinnert werden, ist, dass sehr viel gerade in eurem Gegenzeichen Waage los ist. Da ist zum Beispiel auch Frau Venus unterwegs. Das heißt, vielleicht werdet ihr auch von einer repräsentablen Person in der kommenden Woche angesprochen. Und das kann dann zu schönen Momenten für euch führen. Ja, dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Wiedergeborenen. Sehr schön. Nun kommen die Stiere an die Reihe. Und liebe Stiere, auch für euch gibt es nicht so dramatische Neuigkeiten. Eure Herrscherin Venus, die ist ja bereits letzte Woche in die Waage gegangen. Da gab es einen Zeichenwechsel für euch. Und ansonsten laufen die Dinge weiter, wie sie weiter laufen. Uranus läuft weiterhin durch euer Zeichen nahe dem aufsteigenden Mondknoten. Das Thema Berufung steht einfach immer weiter im Raum. Aber ansonsten ist hier nicht viel Neues zu vermelden. Und Roy muss jetzt euch das mit den Karten erklären, was wirklich wichtig für euch ist. Aha. Ja. Und wenn man schon die Herrscherin hat, dann braucht man natürlich auch einen Herrscher bei. Und da ist er schon, gezeichnet von Salvador. Und er zeigt auch euch, liebe Stiere, dass es jetzt wieder an eurem ist, dass ihr hergeht und klar den Ton angebt. Vielleicht nicht so hardcore-mäßig, wie man es von den Löwen gewohnt ist, sondern mit eurer Art, Dinge anzugehen, nämlich ruhig und mit der Kompetenz, die man den Stieren zubilligt, nämlich ruhig, gelassen, aber mit Nachhaltigkeit. Ja, ich finde es ganz interessant, dass ja der Widder eigentlich dem Herrscher zugeordnet ist, der Stier der Herrscherin. Ne? Hier haben wir so eine Verquickung. Ja. Und da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, ob das irgendwas Wichtiges für uns bedeutet. Aber auf jeden Fall, ja, aber auf jeden Fall ist es ja wirklich eine sehr dynamische Karte für den Stier gerade. Genau, und ich denke mir auch, das hat für beide jetzt so die Energie, die sie schon seit den letzten Wochen haben, dass sie jetzt mal aufatmen und mal, ja, jetzt repräsentieren wir, jetzt bleiben wir sitzen, jetzt schauen wir, jetzt müssen wir nicht machen. Jetzt haben wir das, jetzt sind wir lustig und toll und wir machen einfach so weiter. Ja. Für die nächsten Tage. Also so eine Woche der Entschleunigung vielleicht auch für beide. Das Tierkreiszeichen. Mhm. Und das waren unsere Worte für alle in diesem Tierkreiszeichen Geborenen. Sehr schön. Jetzt kommen die verzeiht Zwillinge, Bronchien. Jetzt kommen die Zwillinge an die Reihe und liebe Zwillinge, ihr habt es schon gehört, wenn ihr von Anfang an dabei gewesen seid, Mars, der Planet der Strategie und des Durchsetzens, ja, der ist in eurem Zeichen und da bleibt er auch noch richtig lange bis März 2023. Ihr könnt euch also auf sehr dynamische Zeiten freuen. Ansonsten ist in eurem Zeichen gerade nichts weiter los, aber ich glaube wirklich, dass ihr durch den Mars gerade sehr viel positive Energie bekommt und dass Venus jetzt auch noch in einem Luftzeichen ist und dem Mars sozusagen in die Hände spielt. Das ist natürlich auch sehr, sehr angenehm. Tolle Flirtkonstellation, ein toller Moment, um einfach mal ja, Dinge umzusetzen, die ihr euch lange nicht gewagt habt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und Roy zeigt uns dazu jetzt auch noch eine schöne Karte. Yes, gut gemacht, Roy. Wie war das mit dem Flirten? Naja, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 10. 10. Ja, ist die 10. Ja, haben wir vorher den Herrscher und die Herrscherin gehabt, haben wir da wieder den Herrscher und die Herrscherin. Ne? die freuen sich schon, dass da jetzt endlich mal die Flirt-Themen kommen. Und vielleicht solltet ihr wirklich hergehen und euch das erlauben, liebe Zwillinge. Denn ab und an
braucht man auch Emotionen. Ab und an braucht man auch das Rausgehen. Und wenn nicht besser, jetzt sind eben die wichtigeren Sterne, wie zum Beispiel der Merkur, ja wieder in Ordnung. Ne? Die laufen jetzt wieder, wie sie sollten. Und darum, genießt das mal, macht das, husch, wie der Steirer in mir sagen würde. Das habe ich natürlich vergessen. Merkur, euer Herrscher, ne, wurde gerade repariert, wie Roy das so schön ausgedrückt hat. Er läuft wieder richtig. Er läuft wieder richtig, kann Gas geben. Ja, ist ja auch der Gasgeber. Und von daher passt das natürlich sehr schön mit dieser 10 der Kelche-Karte. Eine Karte der Zufriedenheit, des Glücks, des Flirts. Finde ich sehr schön, wie du hier Herrscher und Herrscherin zusammenbringst. Ja, sehr gut. Danke, Salvador. In dem Sinne, das waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Zwilling geboren sind. Sehr schön. Der Krebs kommt an die Reihe und du, lieber Krebs, musst dich noch ein wenig gedulden, bis es den nächsten Vollmond im feurigen Widder gibt. Bis dahin ist bei dir nicht wahnsinnig viel los, aber es könnte am Sonnabend interessant werden, wenn Pluto nach langer, langer Zeit wieder direktläufig wird. Pluto ist ja in deinem Gegenzeichen, dem Steinbock, unterwegs, aber was ich so mitbekomme, haben die Krebse auch ziemlich viel unter Pluto nicht unbedingt zu leiden, aber da wurde einiges in ihrem Leben in den letzten Jahren umgekrempelt. So langsam verabschiedet er sich nun wirklich aus dem Steinbock. Für dich sollte das ein angenehmes Gefühl der Umwandlung bringen. Und Roy sagt das jetzt auch nochmal aus Kartensicht. Ja, Umwandlung. Wir haben hier das Ass der Münzen. Und hier haben wir für alle in diesem tollen Wasserzeichen Geborenen wirklich jetzt auch wieder so das Geerdete, das zu sich kommen, das bei sich sein, den Hinweis. Und man sieht schon, wie toll Salvador Dali da dieses erwachende weibliche auch hingemacht hat, mit der Möglichkeit, durch alles zu wachsen, ne? Auch durch das Hinsehen, wo habe ich noch Möglichkeiten, durch das Hinsehen, wo wächst es denn schon, und das Hinsehen, wo werde ich nichts sehen, weil dort die Gefahr besteht, dass nichts mehr wächst. Also von da gesehen würde ich so diese Karte interpretieren, durch dieses seltsame Gesicht, das uns da in der linken oberen Bildhälfte an oder in die Karten reinguckt. Sieht so ein bisschen aus wie Scarlett O'Hara. Ja. Finde ich eine sehr schöne Karte und ich finde, bisher kann sich hier niemand beklagen in der anstehenden Woche. Ihr habt alle richtig gute Karten und jetzt schauen wir mal, ob wir das durchhalten für den und Rest des Tierkreises. Das waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. Wo bleibt eigentlich das Wohlwollende? Der Löwe kommt an die Reihe und auch für dich, lieber Löwe, hat sich jetzt in der kommenden Woche nicht so viel verändert zu dem, was bisher der Fall war. Am 23. ist ja die Sonne in die Waage gegangen. Für dich bedeutet das, dass du dich vor allem jetzt mit Ästhetik, mit klugen Dingen, mit Intellektualität auseinandersetzen darfst. Und auch für dich wird erst wieder der nächste Vollmond relevant. Der wird allerdings richtig spannend. Da ist ja wieder dein Feuer gefragt, wenn wir den Widder-Vollmond haben. Aber dazu mehr in der kommenden Woche. Roy zeigt uns jetzt die Meisterkarte. Ja, es bleibt ja nichts anderes übrig für einen Löwen, ne? Was, unter was anderem hätte er sich auch nicht hingetaut, wenn schon der Stier ihm den Herrscher nimmt. Lieber Löwe und Löwin. Ihr seht schon, hier habt ihr ganz klar eure Repräsentanz. Und der Meister sitzt natürlich nicht nirgendwo anders als wie in seiner Kathedrale und repräsentiert dort sein Wissen und auch seine Macht. Und von daher gesehen, etwas, was ihr ja schon beherrscht, was ihr kennt, was ihr wahrscheinlich auch immer umsetzen könnt, bei Tag und bei Nacht. Und in dem Sinne, genießt die Phase, denn es ist jetzt alles im Lot. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt überhaupt gesagt haben, welche Karte das ist. Ich habe es jetzt einfach Meisterkarte. Ich habe gesagt, es ist der Magier. Ah, okay, entschuldige, das habe ich gerade nicht so gehört. Ich war mit dem Husten beschäftigt. Ja, coole Karte, passt auch wieder zu Merkur direktläufig, ne? Also,
Wir bleiben im Flow und Roy, ich werde jetzt einfach mal zum nächsten Tierkreiszeichen übergehen. Denn das waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Löwegeborenen. Yay! Damit sind wir bei der Jungfrau angelangt und für dich, liebe Jungfrau, ist es ganz besonders schön, dass Merkur, dein Herrscher, nun wieder direktläufig in deinem Zeichen wird, denn es könnte sein, dass er dir in der letzten Woche ganz schön auf den Zeiger gegangen ist. Ansonsten ist bei dir gerade nicht so wahnsinnig viel los. Genieße es, dass in der kommenden Woche Merkur direktläufig durch dein Zeichen geht, dass du dadurch besonders gut bist in Sachen Intuition. Hör auf dein Bauchgefühl in der kommenden Woche und ja, genieße es, wieder besser kommunizieren zu können, klarer zu sein und dich mit anderen besser zu verständigen. Und Roy, ich komme nicht so schnell. Roy zeigt uns jetzt. Das sind die Spanier, da geht alles schnell. Die Karte, die dazugehört. Kenne keinen langsamen Spanier. Alles ganz schnell. Sehr schöne Karte. Ja, okay. Hier haben wir die Hohe Priesterin. Mhm. Ja, also wir haben jetzt dann schon die ersten vier der großen Arkane durch. Die Hohe Priesterin empfiehlt allen Jungfrauen, nachdem sie ja anstrengende Tage hinter sich haben, sich jetzt dem Genuss hinzugeben und sich zu erlauben, auch zu sagen, ich sage nichts. Denn auch das ist eine Form der Kommunikation, auch wenn du das nicht so gerne magst. Aber es hilft uns allen, sich mal zu erden, mal zur Ruhe zu kommen, um dann auch wieder neu zu starten. Und eins haben wir sehr gut im Vordergrund, nämlich die Katze. Das Basket, oder? Ich glaube, das könnte Basket sein, ja. Und die hilft uns auch immer, wenn es unangenehme Situationen gibt, weil die bei Kirsten gut aufgepasst haben, wissen, dass diese ägyptische Gottheit für die Menschheit eine große Wichtigkeit hatte. Das hast du schön gesagt. Es passt auch sehr gut dazu, dass ich gesagt habe, hört auf eure Intuition in der kommenden Woche. Ne? Und die Karte ist natürlich auch sehr hübsch dargestellt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Also ich weiß nicht, das macht natürlich für euch da draußen die weiteren sechs Tierkreiszeichen, wird jetzt die Latte hochgehoben, weil nur kein Druck, die guten Kirsten. Karten gehen ja immer weniger raus, sind ja immer mehr vielleicht, raus. Vielleicht zieh die noch mal durch. Ja, und dies waren unsere Worte für all die, die im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren wurden. Ja, das bringt mich dahin, dass ich jetzt dringend Wasser brauche und ich stelle gerade fest, ich habe zwar dir gesagt, denk an deine Wasserflasche, mir habe ich aber nichts mitgebracht. Dann möchte ich dir gerne mein Glas anbieten. Ach, ich würde gerne das lieber in meiner Flasche haben. Na, wir müssen uns jetzt ja nicht weiter gegenseitig anstecken. Super. Ein Gentleman gibt das Glas der Dame ab, auch wenn sie es dann nicht nützt. Ne? Aber wurscht. So, Kirsten ist wieder bei Stimme und wir sind Moment, freudig, Moment. Was ich da kommt. Ich brauche jetzt einen Moment, bevor wir weitermachen. Ja, also, entspann dich mal. Ich kann mich nicht entspannen. Nicht, wenn es heißt, historischer Jahrmarkt am Kiekeberg und die Mantiker legen Karten. Da bin ich unentspannt. Das ist mein Lieblingsevent. Ich verstehe das sehr gut, lieber Schatz. Könnte 53 Wochenende am Kiekeberg Karten legen. Oh je. Dann hätte ich ja viel Freizeit. Gut, aber lass uns einfach weitermachen. Und zwar geht es nun weiter mit der zweiten Hälfte des Tierkreises. Ja. Nämlich mit unserem Geburtstagskind. Mit der Waage. Mit der Waage. Liebe Waage, genießt du es denn, dass nicht nur deine Herrscherin Venus, sondern auch die liebliche Sonne bei dir ist und dich mit viel Energie, Tatkraft, Romantik, Selbstbewusstsein versorgt? Ich kann mir vorstellen, dass es dir gerade richtig gut geht und wenn nicht, dann ist der Ruhe schuld. Dann ist der Ruhe schuld, ganz genau. Nein, ganz ehrlich, genieße doch deine Geburtstagszeit. Der rückläufige Merkur quält dich auch nicht mehr in deinem Zeichen. Bald wird er dich nochmal besuchen, dann aber direktläufig und das wird dir sicher auch nochmal richtig gut gefallen. Also im Augenblick, astrologisch gesehen,
tolle Zeiten für dich. Genieße es. Auch das Mars in einem Luftzeichen ist in den Zwillingen, hilft dir, wie bei den Zwillingen. Super flirtige Konstellation. Hab einfach Spaß, genieß deine Zeit. Und Rohe ist jetzt aber beauftragt, dafür zu sorgen, dass das auch aus Sicht der Karten funktioniert. Funktioniert ja. Karte ist da, umgedreht ist sie. Was sehen wir? Wir sehen 5 der Stäbe. Aha. Mal anders dargestellt. Ja, sehr anders. Und ganz wichtig, liebe Geburtstagskinder, denkt dran, es ist eine Zeit der Metamorphose. Es ist eine Zeit der Wandlung. Und genau das will uns der Künstler hier in mehrfacher Weise klar machen. Auch wenn wir so, oh, 5 Stäbe, oh Gott, ja, es sind 5 Stäbe, es ist eure Feuerkraft, es ist das zuerst mal überlegen, was habe ich von Ass bis zur 4 der Stäbe alles gut gemacht, aber auch gleichzeitig, wo muss ich Schwung holen, damit ich von 6 bis zur 10 weiterkomme. Und die 5 haben da eben die Position, die Metamorphose durchzumachen, und zwar von der Raupe zum Schmetterling. Und was sehen wir? Wir sehen 3 sehr wunderschöne Schmetterlinge. Oben ein blauer, links unten ein blauer und rechts unten ein rot-weiß gefärbter. Also nochmal, genießt die Phase, aber seid auch euch bewusst, dass ihr jetzt die Aufgabe habt, euch zu wandeln, dass ihr eure Erfahrungen aus der letzten Zeit rüberwandelt, verwandelt in was Besseres, für euch was Schöneres. Ja, es ist eine Karte der Reibung und der Elektrizität. Das passt auch. Ja, schön zum Flirten. Und sie hat was mit Saturn zu tun. Saturn ist euch immer wohlgesonnen, liebe Wagen. Er hilft euch, euch ein bisschen mehr zu disziplinieren, wenn es um Entscheidungen geht. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist mal eine schöne, ja, ich finde sie sehr romantisch eigentlich so, wie sie dargestellt ist. Sie ist gut dargestellt. Energiegeladen. Ja. Ja. Romantische Energie. Und dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Waage Geborenen. Die Skorpione sind an der Reihe, liebe Skorpione. Für euch ist es interessant, dass Pluto, euer Herrscher, am 8. Oktober direktläufig wird. Denn er war jetzt ja sehr lange im Rückwärtsgang. Für euch gab es da nicht so viel Bewegung, wie ihr euch das vielleicht manchmal gewünscht habt. Aber nun, da flutscht das allmählich wieder für euch. Und ihr hattet eine Zeit, in der es ziemlich um Tiefe ging, darum ging, mehr über euch herauszufinden auf der tiefen psychologischen Ebene, könnte man fast sagen. Jetzt sollte das etwas leichter werden für euch oder etwas ja einfach weniger dramatisch und tiefschürfend, sage ich jetzt mal. Ich bin gespannt, ob Rohes Karten das auch bestätigen. Ja, wir sind von der 5 zur 2 der Stäbe runtergerutscht und diese 2 der Stäbe sind ja auch der Hinweis für feurigen Aufbruch, für Überlegung, wo will ich hinreisen. Und das sieht man schon ein bisschen am Horizont, auf der Höhe der Gedanken dieser Dame, habe ich ja schon eine Weite, habe ich auch schon Ebenen, habe ich auch schon Fläche, wo ich hinreisen kann, wo ich mir vorstellen kann, da war ich noch nie. Das wäre doch etwas, unter diesen Bäumen mal ein kleines Picknick auszubreiten und dort zu genießen. Die 2 der Stäbe ist für mich immer so diese Karte kurz vor dem Aufbruch, wo ich mich nochmal sammle, wo ich auch die Kraft habe zu sagen, ich weiß, was ich alles eingepackt habe. Ja, ich habe dazu eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass sie Widder zugeordnet ist. Hm. Mars im Widder, also der Mars, der euch ja gerade positiv Nein, es ist Mars im Widder, aber es ist hat gar nichts mit dem Skorpion zu tun. Aber es hat gut geklungen. Noch bei der Waage. Es hat sehr gut geklungen. Aufbruchsstimmung, Attacke los, yay. Ich habe das irgendwann schon mal gehört. Egal, dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Nennen. Die Schützen sind nun dran und für euch, liebe Schützen, keine wirklichen Neuigkeiten. Euer Herrscher Jupiter läuft weiterhin rückwärts durch den Widder. Er wird dann
demnächst Ende des Monats in die Fische übergehen. Das wird nochmal richtig interessant. Also alle Feuerzeichen muss man fast so ein bisschen auf den Ende, auf das Ende des Monats hinweisen, wenn dann sowieso die mystischen Schleier sich öffnen. Für euch eine tolle Zeit. Und Mars, der durch die Zwillinge läuft, euer Gegenzeichen, der gibt euch natürlich gerade auch ein bisschen Zunder. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Zorres zu tun, aber ansonsten nichts Neues für euch am Horizont. Es sei denn, Rui überrascht uns jetzt mit einer Karte. Wow. Oh. Was haben wir da? Ass der Kelche. Wenn vorher die vorherige Dame da zum Aufbruch, ich zeige es noch mal kurz, zum Aufbruch geblasen hat, ne, um es ein bisschen salopp zu sagen, dann haben wir hier schon diese Distanz, da sehen wir schon das Boot, das hier auf Segel ist, da sehen wir schon, ne, da sind wir unterwegs. Und mit was sind wir unterwegs? Mit all unserer Emotionen. Und dies zeigt uns dann auch die Möglichkeit, dass wir mit unserem Herzen reisen sollen, dass wir mit unserer Emotion unterwegs sein sollen, dass wir allen zeigen, hey, so weit können wir gehen, das wird toll. Ja, das Ass der Kelche wird ja auch gerne als Gral gesehen und der Gralsritter, das ist der typische Schütze, ne, der eine Mission hat, eine Queste, um seinem Ideal zu folgen, sein Ideal auch zu erreichen. Und vielleicht bekommt ihr in der kommenden Woche die Gelegenheit, genau das zu tun. Also schaut euch mal um, wo sich euch ein Gralserlebnis öffnet, eine höhere Erkenntnis sich erschließt und folgt ihr. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann hat Dali links und rechts in diese Engelsflügel-ähnlichen weißen Flächen auch noch Zweige reingemalt. Ja, das hat er getan. In der Tat. Und dies waren unsere Worte für all die im Tierkreiszeichen Schütze Geborenen. Das bringt uns jetzt zu einem Tierkreiszeichen, dem Steinbock, für das es in dieser Woche interessant werden könnte, wenn am 8., also am Sonnabend, Pluto wieder direktläufig wird. Pluto quält oder strengt an den Steinbock schon so seit 2008 und so allmählich verabschiedet er sich. Ich bin mir sicher, ihr Steinböcke habt viel, viel gelernt in dieser Zeit. Ihr seid gewachsen, innerlich, äußerlich und ansonsten habt ihr auch viele Erkenntnisse gewonnen. Aber ihr seid sicher nicht ganz so unglücklich, wenn der sich jetzt wieder nach vorne bewegt und wirklich langsam aus eurem Zeichen herauskommt. Bitte etwas Geduld, lieber Schatz. Ansonsten passiert nicht so viel Neues und wir hatten ja in den letzten Wochen immer ziemlich gute Karten für euch. Jetzt bin ich gespannt, was du meinst, jetzt kann mal eine schlechte heute zukiest. Ui. So, da haben wir es schon. Da haben wir es jetzt. Mit was ich euch zugieße, na, also zuerst mal mit wunderschönen Weiblichkeiten im Hintergrund, mit einem wunderschönen Schmetterling im Vordergrund, mit einer spanischen Galone im Hintergrund und mit den feurigen Gaucho im Vordergrund. So, also jetzt haben wir alle Gründe hinter uns und wir zeigen auch, dass es möglich ist, mit Feuerenergie, na, heute sind wir es feurig, wieder aufzubrechen. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns die Karten zeigen wollen nach dieser langen Merkurphase. Dass wir hier jetzt die Chance haben, loszugehen, loszusegeln, vielleicht auch mit einer Meerjungfrau, wir wissen es nicht, um an neue Erkenntnisse, an neue Ufer, an unser neues Wissen, an unsere Erkenntnis zu gelangen. Ich habe da eine andere Assoziation. Also erst einmal habe ich nicht zu gießen, sondern zu kiesen gesagt. Ja, das ist schon mal ein Unterschied. Sondern bei der 3 der Stäbe, da geht es ja auch immer darum, kompromisslos der eigenen Vision zu folgen. Und wenn dann da so eine Damsel sich regelt, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass ihr ein bisschen davor gewarnt werdet, nicht von eurem Pfad abzuweichen, wie das dem Rotkäppchen passiert ist. Na dann. Ne? Also lieber das Schiff nehmen, was da zur großen Fahrt aufbricht und euch ans richtige Ziel bringt, als irgendwelchen Versuchungen zu verfallen. Ich weiß ja, die Steinböcke, die verfallen gerne mal der Versuchung. Genau. Ist ja auch dem Teufel zugeordnet. Genau, und darum
Ja, ist ja gut. Entspann dich mal. Nein. Ich bin jetzt gerade in Fahrt. Gut, und daher? Bist du fertig? Ja. Kirsten hat einen Punkt gemacht. Dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen des Steinbocks Geborenen. Yay. Noch zwei Zeichen. Die geduldigsten, ne, sind ja bekanntlich die Wassermänner. Die freuen sich immer sehr, dass sie am Ende des Tierkreises stehen. Und für euch, liebe Wassermänner, gibt es nichts Neues zu vermelden. Pech gehabt. Saturn weiter rückläufig in eurem Zeichen, aber auch nicht mehr allzu lange. Mars gut unterwegs im Zwillingen, unterstützt euch. Die viele vage Energie, die gibt euch auch Power. Also es ist gerade eine luftige Zeit und das solltet ihr spüren. Ihr könnt wahrscheinlich jetzt wieder kreativer sein. Auch dass Merkur direktläufig ist, kommt euch zugute. Und nun kann Rui nur noch das mit einer positiven Karte für die Wassermänner unterstreichen. Yes! Auch nicht schlecht. Sota de Bastos. Ist das jetzt der Star. Bube oder ist das der... Ja, das... Wahrscheinlich der Bube. Meinst du? Schaut ja aber ganz nach Herrscher aus. Während Kirsten das rausfindet... Hier redest du einfach schon mal. Erzähle ich euch was vom grünen Pferd. Wir sehen hier einen gut gekleideten Espanios, der sich da wahrscheinlich in der Öffentlichkeit zeigt. Auch hier geht es wieder ums Repräsentieren. Kirsten sucht. Es tut mir leid, es wird hier einfach auf Englisch geschrieben, ohne Bilder. Ah. Das kann man jetzt nicht zuordnen, wirklich. Aber es steht... Es wird auch nicht erklärt, was man auf den Bildern sieht. Okay, dann erkläre ich euch, was man auf den Bildern sieht. Wahrscheinlich haben sie es auch nicht gewusst. Egal. Also, wir haben es hier mit den Sota de Bastos zu tun und dieser Sota repräsentiert. Ja, es ist, für mich ist es der Herrscher, der König, der Ritter, wenn man so will, bei Crowley. Und das ist für mich ganz klar Element Feuriges mit Repräsentanz. Das ist für mich kein Bube, das ist ein Herr und der Sota, der zeigt uns, was Sache ist. Der ist auch nicht kompromissbereit, sondern der geht jetzt endlich in die richtige Richtung, was Kirsten vorher schon erwähnt hat. Ich schaue hier gerade nochmal Lebensaufgabe Feuerproben des Kindkönigs. Also der König ist es nicht. Dann würden wir da nämlich den Kindkönig Ludwig den 14. sehen. Ross und Reiter. Es ist der Bube. Es ist der Bube. Bei der anderen Karte würden wir Ross und Reiter sehen, aber alles, was du gesagt hast, finde ich trotzdem... Es passt nicht. Also der, okay, die haben keine Ahnung gehabt. Macht nichts. Der ist wir, halt nicht so ganz bubig, aber... Naja, also ich würde sagen, Dali hat keine Tarot-Ausbildung bei uns gemacht. Ja. Weil sonst hätte er gewusst, dass er so keine Karten machen kann. Egal, wir freuen uns trotzdem darüber. Und möchtest du noch was dazu sagen? Nein, du hast das wunderschön gesagt. Dies waren unsere Worte für alle im Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen. Sehr gut. Ja, nun wissen wir natürlich nicht, ob sich die Iris eine gute Karte für die Fische gewünscht hat. Und das kann dann natürlich in die Hose gehen. Iris, wir hoffen natürlich, dass du das getan hast. Wir setzen alles auf dich. Also die hatte schon ein Abo auf. Ich wünsche mir gute Karten. Und liebe Iris und alle anderen Fische da draußen. Hört sich an, wie wenn es nur einen Fisch gibt auf dieser Erde. Ja, wir haben halt gerade keine wässrige Zeit. Auch für euch gibt es keine Neuigkeiten. Neptun dümpelt so ein bisschen rückläufig durch unser Zeichen hindurch. Aber Ende Oktober ist auch für uns die Stunde der Wahrheit, wenn Jupiter erneut in unser heiligstes, allerheiligsten Zeichen eintritt und uns noch einmal mit Visionen, Taten, Drang und Träumen, die es zu erfüllen gilt, erfüllt. Und von daher kann ich gleich an Rui übergeben, der euch jetzt eine mystische Nachricht aus der Welt der Karten überbringt. Aha. Das ist wer? Was? Wer kann das sein? Der hohe Priester. Der hohe Priester, ja, ist natürlich Merkur zugeordnet. Okay. Ja, ist doch gut, finde ich gut. Sag ja. Hätte er einen Tarotkurs bei den Mantikern gemacht, hätte er nicht seine Karte gemalt. Egal.
Liebe Fische, Fischinnen und Fische, ja, auf euren Wunsch eine Karte, die genauso gut ist wie all die anderen 78. Wir sehen hier unsere Form des Spirits, unsere jeder seines eigenen Glaubens. Und das sollten wir wie die berühmte Monstranz vor uns hertragen. Und nichts anderes macht auch dieser Hirte seiner Herde. Er zeigt, er geht ihnen voran mit diesem Bischofsstab und er hat auch spannenderweise wieder Köpfe, wenn ich das richtig sehe, da. Und er repräsentiert eben seine Heiligkeit. Und das solltet ihr euch für die kommenden Tage euch bewusst werden, dass ihr auch, ob all eurer Fischigkeit, ob all eures manchmal nicht klaren, manchmal so verwaschenen, das ist auch ein Fisch. Und darum wichtig, dass ihr euren Glauben repräsentiert. Ja, ich finde, das hast du sehr schön gesagt, der Hohepriester an sich ist sowieso auch wie die Hohepriesterin so eine mystische Energie, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, die Karten sind für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist nun mal ein Künstlerdeck und ja. Ansonsten können wir uns echt nicht beklagen über die Karten. Jedes Tierkreiszeichen hat was Schönes abbekommen und nun müssen wir natürlich noch einmal durch den Tierkreis. Denn dies waren unsere Worte für alle spirituellen Fische mit voller Inbrunst genannt. Gut. War kein Kuckel da. Ich habe hier sowieso gerade ein Problem, aus welchem Grund auch immer. Macht nichts. Ja, das will ich wohl meinen, dass das nichts macht. Es gab hier genug andere Probleme heute, wenn ich das mal so sagen darf. So, oh. Warum wird denn das jetzt so gemacht? Verstehe ich nicht. Egal. Wir beginnen mit Rechnen. Hast du was zum Rechnen? Sieht ja so auch ganz okay aus. Ich habe nichts zum Rechnen heute. Ich mache das im Kopf. 5. Ja. Wir fangen heute hinten an. 5. Dann haben wir 0. Yes. Dann haben wir 3. 8. 1. 9. 2. 11. 5. 16. 2. 17. 18. 1. 19. 1. 0. Ist es nicht, ist es das Ass denn? Das ist das Ass. Ah, nee, das ist die Königin. Da steht doch Rende. 0. Wir bleiben bei 19. 10. 29. 4. 33. Und 3. 36. Damit kommen wir auf die 9. Und liebe Leute, ihr wisst ja, die 9 ist eine schöne Karte. Und ich suche jetzt mal die 9 hier. Ich ärgere das gerade, dass das so doof aussieht hier. Aber ich kriege das jetzt auch nicht weg, egal. Ich suche die 9. Ich glaube, die hast du. Ja, die musst du dabei haben. Da hinten. Siehst sie besser. Durch diesen Rahmen oben. Ach, da oben steht es. Mond. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal schreiben, was das alles ist, aber wir haben inzwischen auch die Karte gefunden. Nee, er ist 9, genau. Mhm. Der Eremit. Ja, und der begleitet uns alle die nächsten Tage durch unsere Zeit, durch unsere Arbeit, durch unser Sein. Und er zeigt uns auch unsere gesamte gesammelte Wissensbasis und er gibt uns Kraft für die anfallenden Aufgaben. Ja, der Eremit steht für mich für Einkehr, bei sich sein, nicht so sehr nach draußen gehen. Das widerspricht so ein bisschen dieser Reisekarte, aber man kann natürlich auch gedanklich auf Reisen gehen. Ja, man kann zum Eremit hinreisen. Man kann zum Eremiten hinreisen und es geht einfach um höhere Erkenntnisse gerade. Gut, wir gehen auch in die Winter, in die Herbstzeit jetzt. Da braucht man durchaus auch eremitische Qualitäten. Ein bisschen uns einigeln und schauen, wie es weitergeht. Eine Karte, die uns dazu auffordert, bei uns zu bleiben und zu dem zu stehen, was wir über uns wissen, authentisch zu sein,
Und ich denke, das ist ein guter Begleiter. Aber auch, wenn es notwendig ist, Wissen weiterzugeben. Ja, das auf jeden Fall. Ja, meine Lieben, schön war's. Toll war's. Danke, Kirsten, für die Technik. Ja, ich freue mich auch, dass wir das hier wieder für euch machen konnten. Wir sind natürlich in der kommenden Woche zu sehen. Es gibt auch morgen 2 Lives mit uns. Das ist einmal ich alleine und einmal Christopher mit mir zusammen. Roy wird morgen nicht dabei sein können, denn Roy ist alleine zusammen mit noch jemand anderem auf Kiekeberg. Da bin ich dann nicht dabei. Aber wir bleiben im Kontakt. Ihr läutet die Glocke, ihr abonniert, ihr wisst ja, was ihr tun müsst und wir sehen uns ganz bald wieder. Vielen Dank für euer Dabeisein, für eure Kommentare, für euer Schreiben, für euer uns cool und gut finden und bitte vergesst nie, never give up. Indeed.